Klingt nach Aua, hat aber Methode. So hört es sich an, wenn Michaela Schäfer für die große ProSieben-Völkerballmeisterschaft trainiert. Der Dezibeldonner, ihre ganz persönliche Geheimwaffe im Kampf gegen ihre Gegner. Also ich werde natürlich auf jeden Fall schreien. Das machen die Tennisspielerinnen ja auch sehr erfolgreich. Die stöhnen ja immer so rein und die gewinnen ja auch immer. Ne? Also ich glaube, das ist so eine, da kommt man ja ganze Frust raus. Also wenn ich so... Einer ihrer Völkerballgegner, Ex-Dschungelcamp-Schreihals Martin Kesici. Ich muss mir den Obert einfallen lassen. Na, du kannst ja richtig schreien. Ich könnte denn so ein... Ja! Oh. Ich hoffe, das Mikro hat es ausgehalten. Und scheinbar bleibt es beim Brüllen. Oder gibt es vielleicht noch eine Siegestaktik aus Schulsportzeiten? Weiß ich nicht mehr, aber nee, ich war mal der kleine Dicke, der mal abgeschmissen wurde gleich am Anfang. Ich habe den Schulsport oft geschwänzt, weil ich hatte nie Bock drauf. Und das Tolle war, ich habe ja mit 16 angefangen, Schönheitsoperationen zu machen. Und ab da war ich eh immer freigestellt. Und das war natürlich total toll. Und was sagt Team Bachelor zum gegnerischen Geschrei? Also ich sag mal, das ist natürlich eine sehr einfache Strategie und ich glaube, die wird nicht fruchten. Wir hatten ja letztes Jahr schon Julian F.M. Stöcke, der ja auch bei jedem Fangen und Werfen geschrien hat. Und ich fand das echt amüsant. Ich weiß nicht, ob es natürlich bei ihr Schreien ist oder Stöhnen, aber das werden wir dann ja hören. Ich bin ein bisschen beeindruckt von dieser Taktik. Ja? Obwohl, das würde ich bei dir vielleicht auch gerne mal hören. Ne? Ohrenstöpsel einpacken. Oder einfach den Fernseher etwas leiser stellen am Samstag. Oder, Michaela? Genau so.